Neben vorne ist euer Steinwallen. Ich bin zurück bei Victoria 3 und es hat einen guten Grund, denn heute, wenn dieses Video hier erscheinen wird, heute ist ein besonderer Tag für das Spiel. Es erscheint ein neues DLC, Colossus of the South, aber den stelle ich euch auch vor, aber das ist nicht der Grund für meine Behauptung, für meine These. Nein, es geht um den Patch 1.5, der begleitend dazu erscheinen wird. Denn dieser Patch ist wirklich umfassend und er verändert das Spiel doch auf gravierende Weise in ganz entscheidenden Aspekten. Und damit ist das so ein bisschen das erste große Ergebnis der ganzen Bemühungen der Entwickler nach dem durchwachsenen Start des Spiels, nach der durchwachsenen Resonanz, der vielen Kritik, die es auch gegeben hat, haben sie in die Hände gespuckt, haben eine Roadmap erarbeitet, haben gesagt, in den Bereichen wollen wir besser werden und haben jetzt schon in den letzten Monaten 2, 3 kleine interessante Patches rausgebracht, die in die richtige Richtung gehen. Aber das hier ist jetzt das erste große Ergebnis ihrer Bemühungen. Und am Ende geht es darum, ich glaube, ihre eigene Vision des Spiels zu vereinbaren mit den, ja, mit dem Punkten, die viele Spieler kritisiert haben. Vor allem das Militärsystem, aber auch Teile der Wirtschaft, Diplomatie, da gab es mit Sicherheit Verbesserungsbedarf. Und das alles will dieser Patch jetzt angehen. Es gibt natürlich noch weitere Pläne, die Roadmap ist noch lange nicht erfüllt, aber das ist jetzt der erste große Aufschlag und eine echte Veränderung des Spiels. Und diejenigen, die das Spiel seit langem nicht mehr gespielt haben oder vielleicht nur die Release-Version, die sollten spätestens jetzt zurückkehren, denn es hat sich wirklich sehr, sehr, sehr verändert und ich denke zum Besseren. Das Ganze ist ziemlich umfassend, was da jetzt passiert. Es betrifft vor allem die schon genannten Bereiche Militär, Diplomatie, Wirtschaft. Und deswegen will ich das so ein bisschen sortieren. Ich werde 3 Videos machen. Dieses erste Video dreht sich ausschließlich um das Thema Militär und Kriegführung. Dann mache ich ein zweites Video, wo es um das Thema Wirtschaft und Diplomatie geht und den großen Rest, weil es gibt noch einige andere interessante Sachen, die da zu erwähnen sind. Das heißt, diese beiden Videos drehen sich ausschließlich um den kostenfreien Patch. Und dann werde ich ein gesondertes drittes Video machen über das neue DLC Colossus of the South, das sich ja um Südamerika dreht und damit beschäftigt. Das sei hier nur kurz erwähnt. Ja, ich denke, genug der Vorrede. Starten wir mal rein. Wie erwähnt, dieses Video beschäftigt sich mit dem Militärsystem. Und das Militärsystem war bisher, ihr werdet das in Erinnerung haben, geprägt durch 2 Spielmechaniken. Einmal die Generäle oder Admiräle, denen man Befehle gegeben hat, über die alles organisiert war. Und im Hintergrund die Gebäude, die man gebaut hat, um dort Soldaten zu rekrutieren und über die das ganze Rohstoffsystem und Versorgungssystem lief. Das Letztere funktionierte gut, verzahnt mit der Wirtschaft, aber in Kombination war das doch ein sehr abstraktes, schwer verstehbares und in den Kriegen dann auch kompliziert zu steuerndes System. Und das haben sie jetzt fundamental verändert. Aber nicht so, dass irgendwie es keine Generäle und keine Gebäude mehr gibt. Nein, sie haben darüber ein übergeordnetes Steuerungssystem gesetzt. Und zwar die Formationen, seht ihr auch hier in der Schnellauswahl. Was sind Formationen? Formationen sind einfach gewissermaßen die Gliederung eurer gesamten Armee. So, in diesem Falle, in der preußischen Armee ist das gegliedert ins 1., 2. Armeekorps, Gardekorps und Kavalleriekorps. Das könnt ihr selbst benennen, zeige ich euch nachher auch noch. Aber das sind alles quasi einzelne Formationen. Die seht ihr auch, wenn ihr hier aufs Militärfenster klickt, dann habt ihr auch nochmal eine etwas ausführlichere Übersicht über diese Formationen. So, wichtig ist jetzt die Formationsansicht. Da kommt man rauf, wenn man hier raufklickt oder wenn man einfach hier in die Schnellübersicht geht. Dort spielt die Musik, da wird das Ganze gesteuert. Das Wichtigste ist jetzt erstmal zu verstehen, dass ihr, wenn ihr jetzt eine Formation, in diesem Fall ein Korps, jetzt verändert, gestaltet, strukturiert, dass ihr einfach das nur über die Waffengattung jetzt erledigt. Und zwar gibt es Infanterie, Artillerie und Kavallerie. Ganz simpel. Und da gibt es immer so einen spezifischen Einheitentyp, der derzeit der Standardeinheitentyp ist. Und ihr könnt dann ganz einfach hier über Plus und Minus die Anzahl eurer Bataillone hier erhöhen oder senken. Dahinter steht, und das ist jetzt wichtig, dahinter steht noch immer das Gebäudesystem. Das heißt, wenn ich jetzt eine Bataillon mobile Artillerie rekrutiere, komme ich hier in die Übersicht und muss noch immer irgendwo bestimmen, wo diese Gebäude stehen.
Und dementsprechend werden dort auch die Gebäude gebaut. Das ist dann also auch nicht sofort da, beziehungsweise können wir direkt mal ausprobieren, ob wir damit einen Bauauftrag auslösen. Machen wir das mal hier in Posen. Ja, und sofort wird eine Kaserne dort ausgelöst, ein Bauauftrag. Können wir, glaube ich, jetzt auch wieder wegnehmen, dann geht der Bauauftrag auch wieder weg. Ihr seht, das heißt, das Gebäudesystem, was ihr kennt, ist noch da, aber ihr steuert das nicht mehr umständlich direkt über die Staaten. Ich gehe mal kurz rein. Also ihr seht, wir haben immer noch hier die Kasernen, aber ihr könnt hier nicht mehr Plus und Minus machen. Ihr könnt keine Kasernen mehr direkt bauen, sondern es läuft einfach alles über diese Form der Rekrutierung nach Waffengattung. Das ist das Erste. Also die Gebäude sind noch, werden aber nicht mehr direkt angesteuert, sondern hierüber gesteuert. Zum Zweiten gibt es auch weiterhin noch Generäle und Befehlshaber. Und es ist so, dass jedes Armee, also jede Formation, nennen wir es mal so, muss auch einen Befehlshaber haben. Sonst kann die meines Wissens nicht existieren. Ihr könnt aber jeder Formation auch mehr Befehlshaber hinzufügen. Bis zu 4 sind möglich. Es gibt auch keine maximale Grenze im Übrigen der Generäle, sondern ihr könnt beliebig viele haben, aber in einer Formation eben nur bis zu 4. Warum möchte man mehr als einen manchmal haben? Das hat verschiedene Gründe. Der Grund, der uns hier vor allem interessiert, ist das Thema Kommandoschwelle. Denn nach wie vor haben je nach Beförderungsstufe die einzelnen Befehlshaber eine Kommandoschwelle. Er 88, nee, obwohl es geht auch nach Kompetenzen und Perks und sowas. Er hat 80, hier im Gardekorps der König merkwürdigerweise nur 50. Wie kommt das eigentlich? Oberbefehlshaber plus 50. Naja, gut. So, und das definiert eben die Gesamtzahl der Bataillone, die er selber kontrollieren kann. Und wenn ihr jetzt aber eine größere Armee haben wollt, könnt ihr einfach einen weiteren General rekrutieren. Nehmen wir mal Nikolaus von Hohenzollern dazu. Und der erhöht jetzt durch seine Kommandoschwelle 30, erhöht er jetzt die Gesamtkommandoschwelle. Das wird einfach addiert. Und das heißt, je mehr hochdekorierte Generäle ihr habt, umso mehr, umso größer kann jetzt auch so eine Formation sein. Das ist der erste Aspekt. Es gibt noch weitere Aspekte, und zwar nachher im neuen Frontsystem und bei den Schlachten kann es relevant sein, kann es sinnvoll sein, mehrere Generäle entsprechend zu haben, aber da kommen wir dann später noch dazu. Bleiben wir jetzt erstmal hier. Ansonsten ist bei den Generälen alles dasselbe geblieben, das heißt, ihre Eigenschaften bestimmen, ja, dadurch, dass jetzt mehrere hier sind, bestimmen sie nicht die Fähigkeiten der Gesamtformation, sondern nur der Soldaten, die sie dann direkt in der Schlacht steuern. Ansonsten findet ihr hier nicht die Modifikatoren der Generäle wieder, weil sie eben dann nur in der Schlacht relevant sind. Zumindest die schlachtrelevanten Modifikatoren, logischerweise. Ja, wenn jetzt das Kommandolimit mal überschritten wird, dann, das geht im Übrigen jetzt, man kann die Kommandoschwelle überschreiten, dann reduziert sich der Organisationsgrad der jeweiligen Formation. Das ist ein neuer Wert. Den kennen wir aus anderen Spielen, aus Hearts of Iron zum Beispiel. Funktioniert hier ja im Grundsatz ähnlich, aber im Detail dann doch wieder anders. Also, Organisation zeigt einfach an, sind die Generäle in der Lage, jetzt die ihnen zugeteilten Truppen zu befehligen. Wenn die Kommandoschwelle überschritten wird, reduziert sich der Organisationsgrad und dann führt das zu Abzügen im Bereich Offensive, Defensive, Moral, Regeneration und Genesungsrate. Das sind jetzt die Maximalabzüge gewesen. Die finden wir sogar schon aktuell hier beim Kavalleriekorps. Der hat nämlich nur 25% Organisation. Das ist nämlich der Minimalwert und das hat auch seinen Grund, das wird uns hier gesagt, zu viele. Die maximale Organisation für Cavalry Corps wurde gesenkt, da Artillerie und Cavalry zusammen mehr als die Infanterie ausmachen. Das heißt, man muss immer mindestens die Hälfte seiner Formation muss aus Infanteriebataillonen bestehen, sonst kriegt man einen Organisationsmalus. Insofern, so wie das hier gemacht ist, würde das nicht gut funktionieren. Das müsste man eigentlich sofort ändern und auflösen. Das ist also der zweite Weg, wie die Organisation weniger als 100 sein kann. Das Ganze greift dann aber halt über die Moralregeneration in halt ein anderes System über. Und das ist hier dieser Wert Moral, den kennen wir im Prinzip schon. Er funktioniert jetzt meines Wissens ein bisschen anders. Und ich glaube, ich erörtere mal diesen Gesamtzusammenhang zwischen Moral und Versorgung, denn auch da hat sich was verändert. Also das sind so die drei Kernwerte, Organisation, Moral, Versorgung. So, Moral ist in der Schlacht selbst erstmal, naja, ist insofern wichtig, weil wenn die Moral auf Null sinkt, flieht die Einheit aus der Schlacht. Das heißt, Moral
gibt an, wie lange kann die in der Schlacht bleiben. Also eine Einheit scheidet aus der Schlacht aus, wenn alle Soldaten tot sind oder wenn die Moral bei Null ist. Wenn ein Krieg beginnt, ist im Normalfall erstmal alles auf 100%, Moral auf 100%, Organisation auf 100%, damit auch die Kampfstärke auf 100%, so weit, so gut. So, dann gibt es erste Schlachten und es gibt Verluste und die Moral reduziert sich. Dann geht die Einheit erstmal wieder zurück in die Frontlinie, in die Reserve. Zur nächsten Schlacht werden in der Regel andere Einheiten dann herangezogen, wo die Moral noch bei 100% ist und diese Einheit, die hat Zeit zu regenerieren. Also ich rede am Ende über diese Kleineinheiten, ne? Weil niemals sind alle Einheiten in der Regel in der Schlacht. Wie auch immer. Die Moral, das ist hier der Durchschnittswert, die Moral regeneriert sich. Und jetzt kommt die Versorgung ins Spiel. Wenn die Versorgung bei 100% liegt, also wenn alle Waren da sind, die benötigt werden, dann ist die Moralregeneration normal. Normal natürlich mit Modifikatoren. Ne, da gibt es noch verschiedene Stärken und Schwächen dann noch, aber sie ist normal. Wenn die Versorgung geringer ist, zum Beispiel sagen wir bei 70%, weil es Warenknappheit gibt oder Konvois nicht durchkommen, dann geht die Moral im normalen Tempo erstmal nur auf 70% und der Rest zu 100, der erfolgt ganz, ganz langsam bis gar nicht. Und 70% Moral heißt eben, die Armee ist nicht mehr richtig einsatzfähig, wird wieder schneller fliehen. Und insofern ist es so, dass um einen Krieg dauerhaft zu gewinnen, muss man eben die Versorgung aufrechtzuerhalten, um die Moralregeneration zu gewährleisten. Und reduzierte Organisation wiederum reduziert halt auch die Moralregeneration und damit die Kampffähigkeit auf Dauer in einem Krieg. So hängt das alles ein bisschen miteinander zusammen. Diese Übersicht ist übrigens sehr schön hier oben. Man sieht auf einen Blick die durchschnittlichen Offensivwerte, die durchschnittlichen Defensivwerte, die Gesamtmannstärke und ja, den Unterhalt und hier noch im Falle eines Falles die Zermürbung. Soweit zu diesen neuen Systemen und Werten. Außerdem gibt es noch was Neues, nämlich, das sehen wir hier bei den Einzeleinheiten, es gibt jetzt Erfahrung. Es gibt Veteranenstufen, die Einheiten erringen können. Ihr seht, im Moment sind das alles Rekruten, 0 Einheiten Erfahrung. Die sammeln Punkte plus 1 jede Woche durch Grundwert, modifiziert plus 25% durch Berufsarmee. Ihr seht also, bestimmte Gesetze verändern den Erfahrungsgewinn dann auch noch. Aber natürlich vor allem die Teilnahme an Schlachten erhöht die Erfahrung. Was bringen die Erfahrungsstufen? Sie bringen verbesserte Offensivwerte, Defensivwerte und auf höheren Leveln werden auch noch andere Sachen modifiziert. Unter anderem meines Wissens die Moralregeneration, die ja eine hohe Bedeutung hat. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie viele Einheitenstufen es gibt. Ich denke mal mindestens 3, vielleicht sogar 4. Wenn jetzt Einheiten Verluste erleiden, dann erhalten sie ja Mannstärke zurück. Das sind frische Rekruten. Damit reduziert sich dann aber auch wieder die Erfahrung, weil, naja, frische Rekruten haben eben keine Erfahrung. So, dann ist wichtig zu erwähnen, dass, vielleicht das Thema Wehrpflichtige in diesem Zusammenhang. Werdet ihr euch gefragt haben, wo spielen die jetzt eigentlich eine Rolle? Denn ihr habt mitbekommen, die Kommandoschwelle wird nicht mehr differenziert zwischen, ich sag mal, Berufssoldaten und Wehrpflichtigen. Das ist in der Tat so. Das müsst ihr jetzt im Blick behalten. Ihr könnt aber Wehrpflichtige ganz normal hier unten über diese zweite Zeile rekrutieren. Und hier könnt ihr entscheiden, wollt ihr zu den normalen Formationen, bei denen ihr vielleicht die Kommandoschwelle nicht komplett ausgeschöpft habt und wo ihr vielleicht besonders gute Generäle habt, wollt ihr da vielleicht noch Rekruten im Falle eines Falles mit dazu holen? Auch das erfolgt nach demselben System. Also, wobei hier die Zahl der möglichen Rekruten begrenzt ist. Ich glaube, es hat auch mit den Gesetzen zu tun und so weiter und so fort. Das sind ja am Ende tatsächlich die Arbeiter und Bauern, die dann von den Feldern und aus den Fabriken geholt werden. Also das könnt ihr hier einrichten und wir können das ja einmal kurz machen in Norddeutschland. Und dann stehen die bereit, aber sie sind ja jetzt noch nicht ausgehoben, sondern die werden dann erst ausgehoben, wenn mobilisiert wird. Aber ich habe das dann hier schon mal vorbereitet, könnte man sagen. Man könnte aber auch eigene Formationen gründen und das geht einfach so, Formationen gründen, indem wir nochmal hier auf die Übersicht gehen. Halt, falsch. Einfach hier nochmal raufgehen, Armee schaffen.
Dann müsst ihr sagen, wo das Hauptquartier sein soll. Sagen wir in Polen. Dann haben wir jetzt hier eine neue Armee. Und dann könntet ihr direkt quasi eine Armee machen, nur mit Wehrpflichtigen. Und die dann im Fall eines Falles quasi mobilisieren. Je nachdem, wie ihr euch eure Armee aufbauen wollt. So. Aber ich denke, die brauchen wir nicht. Die werde ich erstmal wieder löschen. Aber haben wir gleich gesehen, wie man eine neue Armee schafft. Alles sehr einfach und intuitiv, wie ich finde. Gut. Was ich noch nicht gezeigt habe, ist, wenn man technologisch voranschreitet, dann hat man ja auch andere Einheitentypen. Ne? Man bleibt ja jetzt hier nicht bis beim Lanzenreiter oder ähnliches. Und das verändert man hier über diesen Menüpunkt. Ihr seht hier, wir können hier auch Kürassiere zum Beispiel jetzt haben, anstatt Lanzenreiter, wenn uns diese Werte irgendwie genehmer sind. Ne? 25 Offensive, 20 Defensive, hier 30, 15. Möchte man vielleicht haben. Dann schalten wir um auf Kürassiere. Und dann sind die Kürassiere die Standard-Kavallerie-Einheit, wenn ich neue Bataillone aushebe. Es ist aber so, dass wir natürlich im Moment noch die Lanzenreiter haben. Deswegen sind die unten bei der Kavallerie auch noch drin. Hier steht zwar 0, aber das meint nur Kürassiere. Hier unten haben wir 5 Lanzenreiter. Die kann ich aber einfach umwidmen. Die werden aufgewertet, vorher demobilisiert und dann neu aufgewertet über diesen Button. So. Das dauert dann eine gewisse Zeit. Das passiert also nicht sofort. Dauert irgendwie 1, 2, 3 Wochen, je nachdem, wie viele Bataillone das sind. Wenn es mehr sind, dauert es auch noch deutlich länger. Also so kann man dann auch bei technologischem Fortschritt die Dinge dann verbessern oder neu eingliedern. Man könnte auch sagen, wir lassen die Lanzenreiter und nehmen einfach noch 5 Kürassiere dazu. Das ist auch möglich. Also da kann man sehr frei damit umgehen mit diesem System. Wir sind aber noch nicht am Ende, denn ihr habt euch vielleicht gefragt, wo sind denn diese ganzen, also wenn es die Gebäude in der Form nicht mehr gibt, wir gehen hier nochmal rein bei den Kasernen, wo sind denn die ganzen Produktionsmethoden hingekommen? Da fällt mir gerade auf, ich glaube, das habe ich euch auch noch nicht gezeigt, ne? Die Gebäude. Ich bin ein bisschen durcheinander, weil ich jetzt so lange hier in diesem System verbracht habe, um das herauszuarbeiten. Ich erwähne es nochmal ganz kurz. Also, diese alten Produktionsmethoden, wo man die spezialisiert, die Bataillone, die sind verschwunden. Das macht man jetzt über einen anderen Weg, zeige ich euch gleich. Das hier dient nur der Ausbildung, diese Produktionsmethode. Die bestimmt die Ausbildungsrate, das heißt, wie schnell kommen neue Soldaten in neuen Bataillonen, wie schnell sind die einsatzbereit. Ne? Das kann man damit steuern. Ansonsten ist eben das hier festgelegt. Es hat weiterhin diese Rohstoffzufuhr, aber das ist festgelegt über die Formationsübersicht. So, wo kann man jetzt aber die ganzen Details einstellen? Und zwar läuft das über Mobilisierung. Und zwar definiert man hier, was diese Formation, das ist formationsweit, alles bekommt. Standardmäßig bekommt sie Grundvorräte, das heißt einen Unterhalt an Getreide. Ich glaube, das ist auch neu, war bisher meines Erachtens nicht so. Man kann den Zusatzvorräte geben, einfach anhaken oder wegmachen. Ihr seht, damit erhöht sich der Unterhalt, nämlich um Lebensmittelzufuhr. Bringt aber einen Vorteil, nämlich weniger Moral, langsamerer Moralverlust. Man kann ihnen Edelvorräte geben, wenn man die Technik Militärstatistiken erfunden hat. Bringt plus 5% Offensive und Defensive. Nicht schlecht. Braucht aber Fleisch, Wein und Lebensmittelzufuhr. Man kann Ergänzung geben. Schokolade, Tabak, Spirituosen, Opium. Für Zucker, Tabak, Spirituosen und Opium. Braucht man natürlich dementsprechend erstmal im Markt. Zucker haben wir. Würde Regeneration entsprechend geben. Wir können Transportmethoden bestimmen. Gewaltmarsch können wir aktivieren. Erhöht den Moralverlust, aber erhöht dann eben auch das Reisetempo und das Mobilisierungstempo. Dasselbe bei LKW-Transport und Eisenbahntransport. Natürlich gibt es dort keinen Moralverlust, aber eben das Reisetempo ist höher auf Kosten von Automobilen und Motoren, die man natürlich dann plötzlich braucht für den Unterhalt. Und dann haben wir die Sachen, die wir schon kennen. Motorisierte Aufklärung, Luftaufklärung und dann MG-Schützen, chemische Waffen, Flammenwerfer und Sanitätsunterstützung, Erste Hilfe, Feldlazarett mit den entsprechenden Waren, die dazugehören. Ja, da muss man natürlich erstmal die Technik erfinden,
das kennen wir alles. Das verbirgt sich jetzt alles hier hinter Mobilisierung. Und ich finde, das ist ein wirklich elegantes System, was Ihnen jetzt hier gelungen ist. Es gibt im Übrigen jetzt, und das haben sich viele gewünscht, auch die Möglichkeit zu einzelne Formationen, also gewissermaßen einzelne Armeegruppen, zu demobilisieren während eines Krieges. Das war ja bisher nicht möglich, wenn man einmal mobilisiert hat, eine Armee, dann musste sie bis zum Ende des Krieges irgendwie ausharren. Jetzt geht das, Demobilisierung, aber es ist auch clever gelöst. Und zwar ist das nicht sofort, man kann nicht also mit einem Klick plötzlich alles sparen, sondern die Einheit bewegt sich erstmal zurück zu ihrem ursprünglichen Hauptquartier, Standort. Und dann benötigt sie 4 Monate Demobilisierungszeitraum. Und in diesem Zeitraum geht die Versorgung linear zurück. Das heißt, am Anfang hat man immer noch die volle Versorgung. Erst nach 4 Monaten ist alles auf Null zurückgefahren, bis auf die Grundversorgung mit Getreide. Die kann man nicht absetzen. Jo, aber das war immer noch nicht alles. Denn wir können jetzt viel flexibler diese ganzen Armeeformationen bilden, verschieben, umsortieren und so weiter und so fort. Das war ja bisher gar nicht möglich, weil das so ein starres System war mit den Generälen in den einzelnen Regionen. So, das zeige ich euch jetzt. Und zwar haben wir ja gesehen, das Kavalleriekorps, das ist so unbrauchbar. Deswegen habe ich mir überlegt, teilen wir jetzt die 15 Lanzenreiter einfach mal auf unsere 3 anderen Formationen. Das machen wir hier über diesen Button und können das folgendermaßen machen. Wir können jetzt sagen, das Gardekorps erhält 1, 2, 3, 4, 5 Lanzenreiter zusätzlich. Zack. Die werden jetzt verlegt. Das bestätige ich. Nummer 1. Wir gehen zurück zum Kavalleriekorps. Sagen, wir wollen dem 1. Armeekorps auch noch diese 5 geben. Rüber damit. 3 Wochen Reisezeit, Bestätigung. Und dann haben wir hier noch das Verbleibende. Und das kriegt das 2. Armeekorps. 1, 2, 3, 4, 5. Rüber damit. Und dann haben wir ja noch unseren General Moltke. Soll er auch ins 2. Armeekorps? Müsste man sich eigentlich überlegen. Wir bestätigen das erstmal so. Okay, und dann könnten wir noch mit dem armen Moltke was machen. Wir könnten sagen, der bleibt vielleicht beim Gardekorps. Ah, da haben wir schon einen. Nee, machen wir es nicht. Dann geht er zum 1. Armeekorps mit rüber. Bestätigen das auch. So. Damit wird das komplett verlegt und damit... Ah, okay, es existiert noch. Ah, okay. Dauert 26 Tage. Bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht löschen wir es einfach, um da jetzt keinen Quatsch zu machen. Wir lösen das komplett auf. Er wird zur 5. Armee verlegt. Das ist die jetzt rübergeht nach Polen. Ja, das ist in Ordnung. Ne, das sind die sind jetzt quasi temporär gebildet worden, um die Kavallerie zu überführen. So, also ihr seht, man ist sehr, sehr flexibel mit diesem neuen System. Man kann jetzt, könnte jetzt theoretisch auch, was weiß ich, sagen, so, du bildest jetzt eine ganz neue Formation, nimmst das mit rüber und. Also man kann alles Mögliche machen, wie man das möchte. Man ist da wirklich sehr frei. Man kann auch sagen, hier das Heimathauptquartier wird verlegt und man kann sagen, wo man das grundsätzlich jetzt stationieren soll. Das wird noch differenziert, wobei mir nicht ganz klar ist, was da jetzt der Unterschied zwischen dem stationierten Hauptquartier und dem Heimathauptquartier. Ein Hinweis in diesem Zusammenhang, es gibt einen kleinen Bug, der ist aber völlig unwesentlich und nur so ein Startbug. Und zwar befinden sich zumindest in Preußen die Armeekorps, oder also die Hauptquartiere, nicht an dem Ort, an dem sie sich eigentlich befinden sollten. Also Beispiel, das 1. Armeekorps ist im Polen-Hauptquartier stationiert, das sich aber eigentlich hier befindet. Also das ist hier stationiert und das Polen-Hauptquartier ist eigentlich da. Und da kann man ein bisschen rumtricksen. Und zwar folgendermaßen. Wir verlegen mal kurz das hier hin. Dann verlegen wir das zurück nach Polen. Und dann bewegt es sich dort richtig hin. Und das ist jetzt auch ein Knaller. Muss ich euch noch zeigen. Aber ich mache erstmal den Trick nochmal überall. 2. Armeekorps ist im Rhein-Hauptquartier stationiert. Aber steht eigentlich da oben. Das wollen wir auch nicht. Deswegen bewegen wir es jetzt mal kurz dahin.
Und wir bewegen es wieder zurück. Und dann geht es an den richtigen Platz. Und dann haben wir noch die Truppe hier, ne? Das Gardekorps. Das bringen wir mal kurz dahin. Und dann auch nochmal wieder zurück nach Norddeutschland. So, jetzt, pass auf, jetzt gibt es einen Knaller. Und zwar, man sieht das jetzt schon, glaube ich, an diesen hier. Ja, da, schaut mal. Ab sofort ist es so, dass sich sämtliche Hauptquartiere und Armeen auf der Karte bewegen. Die sind jetzt schon in Breslau angekommen, das ging jetzt relativ schnell. Das müsste bei denen jetzt hier auch der Fall gewesen sein. Da sind sie gerade unterwegs. Sehen wir sie auf der Karte? Nee, am Anfang gibt es wie gesagt diesen Bug. Das wird sich aber gleich... Ah ja, schaut mal, da tauchen sie wieder auf. Wahrscheinlich, weil hier keine Wege sind. So, das ist der absolute Knaller für mich, meines Erachtens. Weil jetzt kann man nämlich... Jetzt hat das, ist das nicht mehr so abstrakt. Das hat jetzt alles seine Form. Das müssen wir jetzt hier noch kurz abwarten, weil das war der Anfangsbug. Wenn das einmal in dem richtigen Hauptquartier ist, dann hat das alles jetzt seine Richtigkeit. Pass mal auf. Die sind jetzt da angekommen, die sind da angekommen. Perfekt. So, und was jetzt spannend dabei ist, also ich will euch das einmal zeigen, beispielhaft. Wenn wir jetzt uns das zweite Armeekorps am Rhein mal vornehmen und sagen, wir verlegen das jetzt nach Norddeutschland. Haha, okay. Schöner Vorführeffekt. Dann passiert nämlich das, was eigentlich nicht passieren sollte. Okay, wir sehen das Ganze, die Wegfindung ist noch ein bisschen buggy. Aber pass auf, andersrum. Andersrum funktioniert es komischerweise. Ich habe es nämlich schon ausprobiert. Wir machen das Erste, schicken wir mal hier hin. So, und jetzt passiert eigentlich Folgendes. So soll es sein. Das Erste, achso, das war jetzt in Polen. Das nimmt jetzt den Weg hier, die Straßen zum Hafen und bewegt sich über den Seeweg hierhin, um dann wirklich auf diesem Wege dorthin zu kommen. Ich weiß nicht, warum er das dort auf dem Rückweg nicht gefunden hat. Normalerweise ist das das neue System. Und das finde ich echt cool, wenn es dann funktioniert. Ich will die aber eigentlich da nicht haben, deswegen verlege ich sie mal wieder zurück und dann bleiben sie da. Genauso wie ich die Truppe da auch nicht haben will. Die bleiben jetzt auch einfach wieder zu Hause. Ja, das Spiel könnten wir jetzt weiterspielen. Also wenn die jetzt von Breslau nach Berlin, die marschieren halt auf den Wegen. Und das kann durchaus von Bedeutung sein. Gerade jetzt in so großen Gebieten wie den Vereinigten Staaten. Da gibt es teilweise noch überhaupt gar keine Wege. Ich glaube, das verzögert dann sogar den Weg. Beziehungsweise die Wege werden dann auch erst automatisch gebaut, wenn das Ganze besiedelt wird hier vernünftig. Je dichter die Besiedlung, umso mehr Straßenverbindung gibt es dann auch. Sie nutzen dann auch Eisenbahnverbindung und, und. Also es ist alles verortet und ja, man hat eine viel stärkere Verbindung damit. Und das Beste ist, oder das heißt das Beste, das habe ich so vermisst, das Ganze funktioniert auch mit den Flotten. Ich kann jetzt sagen, unsere Flotte hier, das ist ja nur ein Schiff, das wollen wir jetzt hier in hier stationieren. Und dann werden wir jetzt gleich sehen. Ah, ich habe zu schnell gemacht. Dass tatsächlich jetzt, hier haben wir es, dass die Flotten sich, bei dem Tempo etwas ruckhaft, sich tatsächlich über die Karte bewegen. Weil ich so schnell gemacht habe, war das so ruckhaft, weil sie aufholen mussten. Und ja, das gibt es nicht nur in dieser Segelschiffform, sondern dann, wenn das technologisch alles voranschreitet, seht ihr dann da auch Flugzeugträger oder große Kampfschiffe. Also das ist jetzt alles irgendwie optisch auf der Karte nachvollziehbar. Finde ich sehr, sehr, sehr cool. Ist fast so ein kleiner Gamechanger für mich. Persönlich zumindest. Gut, das vielleicht erstmal zum Start, was diese Formation betrifft. Ich gucke mal, wo sie jetzt alle stationiert sind. Ja, das passt erstmal. Denn wir wollen natürlich jetzt noch ein bisschen weitergehen. Wir wollen jetzt mal einen Krieg sehen, um zu gucken, wie sieht das aus? Wie hat sich das verändert? Aber ich habe noch eine wichtige Sache vergessen. Und zwar könnt ihr das Ganze, wie schon erwähnt, auch anpassen. Ihr könnt die Formation nennen. Ihr könnt bestimmen, ob die Einheiten nach Kultur oder nach Land oder Staat quasi genannt werden.
was für ein Flaggenmuster die Wappen haben und die Flaggenfarbe. Das könnt ihr alles anpassen, sodass ihr eure eigene Armee sehr individuell gestalten könnt. Gut. Jetzt zum Thema Krieg. Ich simuliere jetzt oder ich mache jetzt einfach mal einen wahnsinnigen Krieg gegen Österreich. Ja, das ist ja immer so mein Demonstrationskrieg. Wir wollen mal wieder wie gewohnt hier versuchen, Böhmen zu erobern. Das ist hier auch neu, erkläre ich im nächsten Video, weil bei der Diplomatie hat sich ein bisschen was getan. Wir machen das mal und damit wird jetzt ein diplomatisches Spiel gestartet. Und das lassen wir einfach mal ganz schnell durchlaufen. Ich gehe davon aus, erstens, dass Frankreich auf der Seite von Österreich in den Krieg mit eintreten wird. Das wäre, sollte der Normalfall sein. Und zweitens, dass wir mit haushoch diesen Krieg verlieren werden. Auch alles andere wäre auch eine Überraschung. Da haben wir es. Wir können ja mal spaßenshalber gucken, wen wir noch reinziehen können. Neues im Übrigen, aber das zeige ich euch eigentlich im nächsten Video, dass man jetzt zum Beispiel beeinflussen kann, indem man Frankreich verspricht, okay, wenn ihr Rheinland bekommt, dann kämpft ihr auf meiner Seite oder in diesem Falle möchte Sachsen, möchte Preußisch-Anhalt bekommen, dann würden sie auf unserer Seite kämpfen. Da gibt es viel mehr Feinheiten, aber das soll uns jetzt nicht interessieren, sondern wir wollen diesen Krieg mal starten und sehen. Ich denke, ansonsten wird sich niemand einmischen. Und was ich jetzt tun werde, ist, ich werde jetzt natürlich schon mal alle Armeen mobilisieren. Das ist ja nötig und dann können wir die auch den entsprechenden Fronten zuweisen. Und ja, das ist jetzt das erste Wichtige, was man wissen muss und was eine tolle Veränderung ist, die viel vereinfacht. Und zwar das Frontensystem hat sich verändert. Bisher war es ja so, dass quasi jedes beteiligte Land mit jedem Gegner eine eigene Front hatte. Das ist jetzt verändert und zwar gibt es jetzt gemeinsame Fronten. Ist jetzt ein blödes Beispiel, gebe ich gerade zu, weil Frankreich und Österreich keine gemeinsame Grenze haben. Aber nehmen wir an, Russland würde auch noch gegen uns kämpfen. Dann würde sich diese eine Front hier unten gegenüber Österreich verlängern, bezogen hier auf die russische Front. Oder stimmt, Krakau war ja auch immer Teil von Österreich. Ha, wir sehen's. Und das waren früher zwei Fronten. Dieses kleine Popelstückchen war immer eine eigene Front. Das war super lästig, weil man brauchte eine eigene Armee, um diese Mini-Front irgendwie zu bespielen. Ganz schlimm war es im Reich mit diesen ganzen kleinen Ländern. Wenn die auf unterschiedlichen Seiten waren, entstanden halt hier x-tausend Fronten und du musstest, hast es ein elendes Micromanagement. Das ist alles, na fast alles, weg. Weil wenn jetzt hier diese drei Länder quasi miteinander im Krieg sind, ist das quasi nur eine, oder miteinander gemeinsam kämpfen, ist das halt nur eine Front zum Beispiel. Also da sind sehr viele Probleme dadurch beseitigt worden. So, das als erstes. Jetzt schicken wir mal unsere Truppen dahin. Wir haben hier die erste Armee. Die wird an diese Front geschickt. 3 Tage ist sie da. Und da würden wir jetzt auch die Reise dorthin sehen. Können wir mal ganz langsam machen. Beziehungsweise wir geben erstmal die anderen Befehle. Das ist halt, das finde ich halt wirklich schön. Das Gardekorps kommt halt auch an diese Front. 5 Tage. Hier sehen wir, ne, den Reiseweg. Und dann haben wir die. Und die kommen an diese Front. 1 Tag, weil sie da direkt daneben stationiert sind. Dann folgen wir doch mal dem Gardekorps auf dem Weg. Da sind sie. Auf dem Weg zur Front. Ja, und da bildet sich jetzt schon die Front. Und das ist das nächste große Ding. Oh mein Gott, was für eine krasse Veränderung. Es ist jetzt richtig, zumindest auf unserer Seite, weil unsere Soldaten schon da sind. Es ist jetzt eine richtige Front. Und das ist echt liebevoll gestaltet. Und gut, es ist jetzt ein bisschen komisch. Der Krieg hat noch nicht ausgebrochen. Es ist erst das Diplomatiespiel, aber okay. Und das verändert sich auch noch optisch. Also je nach Technologiestand, je nach Kultur, sieht das halt anders aus. Wir sind halt noch in der frühen technologischen Phase. Das wird sich im Laufe der Zeit halt radikal verändern. Wenn wir jetzt so Erste Weltkrieg-mäßig sind, dann wird das ganz anders aussehen als dies hier. Also das ist wirklich, wie ich finde, sensationell gelungen. Hier haben wir es auch. So, da sind wir. So, was wir... Na, wir warten erstmal ab. Wir sehen jetzt hier auch, wie der Gegner seine Einheiten ranbringt. Ja, die sehen wir bloß nicht als animiert, aber wir sehen es auf der Karte. Und jetzt hat er die Front auch besetzt. Ich glaube, es ziehen noch weitere nach. Hier sind wir tatsächlich noch im Vorteil.
Wir werden sehen. Gut, wir lassen mal ein bisschen schneller laufen, weil wir wollen den Ausbruch des Krieges. Jetzt werden wir immer benachteiligter. Hier, wie es mir scheint, hat der Gegner überhaupt noch nicht. Die Franzosen sehen es offenbar, halten es nicht für nötig, die Front da zu besetzen. Aber wir sehen, dass... Ne, es sind diese Feindtruppen. Aha, hier ist eine französische Armee eingeschifft worden und kommt jetzt hier an. Das ist halt auch sowas. Das sieht man jetzt alles, ne? Wo sind die Wege? Und das könnte man theoretisch, wenn man jetzt eine Flottenmacht hätte, könnte man das jetzt natürlich irgendwie unterbinden und solche Geschichten haben wir als Preußen natürlich nicht. Aber es kann also auch spielmechanische Relevanz haben. So, da sind jetzt die Franzosen. Nehmen jetzt, beziehen jetzt hier Stellung. Wir sehen das sogar an den Flaggen und so. Wow! Wenn ich daran denke, wie das vorher aussah, wie lieblos. Also wenn man diese Vision des indirekten Kriegführens von vornherein so umgesetzt hätte, hätte das auch deutlich weniger Kritik nach sich gezogen. So, wir sind jetzt im Krieg und was jetzt weiterhin noch gemacht werden muss, man muss den Generälen Befehle geben. Hier merkwürdigerweise diese französische Einheit unter Guillaume d'Aut de la Brunerie hat es irgendwie nicht nötig, zur Front zu kommen. Das scheint mir komisch. Wir müssen aber nach wie vor... Ah, warte mal, es wäre gut, wenn wir hier einen Defensivmann hätten. Gibt es aber nicht. Naja. Also wenn die nicht wollen... Ah, rückt vor, ist schon befohlen. Gut, dann macht das. Im Übrigen, ihr seht, dass es hier neue Befehle gibt. Es gibt nicht mehr nur voranbringen und verteidigen, sondern Brandschatzen, schneller Vormarsch. Ah, vielleicht ist das ganz interessant in diesem Falle. Schneller Vormarsch, weil der Gegner noch nicht da ist. Probieren wir es einfach mal aus. Habe ich das jetzt gemacht? Ja, schneller Vormarsch. Also da gibt es auch neue Befehle, die einem da noch ein paar Optionen offen lassen. So, und hier müssen wir gucken, bei den Generälen haben wir jetzt hier irgendwie einen Defensivmann. So, Moltke ist Offensivexperte, das ist super. Von Zieten ist Ebenenkampfexperte. Naja, okay. Und hier im Gardekorps haben wir nur den König und Nikolaus. Na gut, ich glaube, die sind jetzt alle auf Offensive gegangen. Das ist okay. Hätte ich jetzt einen Defensivmann, hätte ich den auf Defensive gestellt, dann würde er, glaube ich, die Defensivschlachten schlagen. Ansonsten gibt es schon ja immer das System, Böhmen zum Beispiel als strategisches Ziel festzulegen. Dann konzentrieren sich jetzt die Schlachten darauf. So, das jetzt erstmal allgemein. Der Krieg hat begonnen und jetzt läuft das im Grundsatz ähnlich. Dass hier das hoch tickt, wenn beide, also je nachdem, ob man eine Offensive starten will. Und dann beginnt eben entsprechend eine Schlacht. So, dadurch, dass es aber jetzt ein neues Frontsystem gibt, dass es längere Fronten geben kann, ist es nicht mehr so, dass es immer nur eine aktive Schlacht gibt, sondern es ist viel dynamischer. Es kann gleichzeitig zwei, drei Schlachten geben an einer Front, manchmal sogar mehr. Aber natürlich muss in jeder Schlacht ein eigener General kämpfen. Das heißt, wenn man jetzt hier nur einen General hätte, könnte unsere Seite zumindest immer nur eine Schlacht schlagen. Wobei ich verstehe gar nicht. Achso, dann würde man wahrscheinlich... Der gleiche General in der Defensive und in der Offensive kämpfen, bin ich mir nicht ganz sicher. Wir haben aber drei und das ist dann durchaus von Vorteil bei etwas längeren Fronten. So, und dann gucken wir mal, wie das jetzt hier läuft. Wir bleiben mal hier. Warum jetzt die französische Seite einen Vormarschzuwachs hat, wenn die gar nicht an der Front ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ja... Das muss ich mir kurz mal angucken. Okay, nee, das war unser Vormarsch. Und wollte ich euch eigentlich anhand einer Schlacht zeigen, aber wir schauen mal, wie weit hier die Dinge gediehen sind. Ja, jetzt finden die ersten beiden Schlachten statt. Ihr seht, parallel das Ganze. Es gibt dann eigene Schlachtfelder noch. Und ihr seht, in der Defensive wir nur mit 27 gegen 65. Das wird nichts. Von Zieten hat sich auch noch verirrt. Und in der... Also das war die Offensive. In der Defensive sind wir mit Friedrich Wilhelm. Der wird wohl hier gewinnen. Okay, das heißt, da wird es gar keinen Frontfortschritt geben. Wir gucken mal weiter nach Frankreich, wo die Franzosen immer noch nicht Elsass-Lothringen verteidigen. Und hier sehen wir jetzt eine weitere Veränderung, die jetzt ganz, ganz wichtig ist. Also, bisher war es so, dass mit jedem, ich sag mal, mit jeder Schlacht oder mit jedem Vordringen, hier sind wir ja widerstandslos vorgedrungen, immer so ein kleiner Abschnitt eines ganzen Staates quasi
eingenommen wurde und sich dann die Frontlinie verschoben hat. Das führte zu ganz wilden Situationen manchmal. Ihr werdet euch sicher erinnern, wenn ihr es gespielt habt. Führte dazu, dass man so kleine Kessel hatte, dass man plötzlich aus einer Front wurden 4 Fronten. Und für jede Front brauchtest du eine Armee. Wenn du die da nicht reingesteckt hast, dann ist sie sofort verloren gegangen. Es war teilweise ein ätzendes System. Das haben sie jetzt komplett geändert. Und zwar ist es jetzt so, dass die Front sich nur verschiebt, wenn der gesamte Staat eingenommen ist. Und dann eben an die neue Staatsgrenze wird dann die Front verschoben. Das heißt, das System ist dadurch super vorhersehbar und transparent. Falls es uns gelingen sollte, Böhmen einzunehmen, würde also die neue Front hier entlang laufen. Falls andersrum der Gegner gewinnen würde, die Schlachten, dann würden sie Schlesien einnehmen und die neue Front würde halt hier verlaufen. Komplett vorhersehbar. Und auch in der Regel simpel, was die Armeen betrifft. Die ordnen sich dann automatisch den Fronten wieder entsprechend zu. So, und wie geht das jetzt? Wenn eine Schlacht gewonnen wird oder ein Vormarsch nicht erwidert wird, wie hier zum Beispiel in Elsass-Lothringen, dann nimmt man einfach einen bestimmten Teil des Landes, besetzt man den. Hier haben wir 69 preußisch, 30% französisch noch. So, solange die jetzt da nicht in die Schlacht ziehen wollen, werden wir also hier weiter vormarschieren, wobei ich glaube, das müsste eigentlich auf der Seite sein. Das scheint mir ein Fehler zu sein. Das ist ja unser Vormarsch. Vormarschzuwachs für die französische Seite. So, jetzt haben wir tatsächlich, weil die Franzosen nicht kämpfen wollten, die gesamten Staat eingenommen. Ihr seht es hier. Und die Front verschiebt sich in diese Richtung. Und hier kann es eigentlich den gleichen Vormarsch geben. Jetzt ist das auf unserer korrekten Seite. Also das ist noch ein bisschen merkwürdig. So, wie sieht es hier aus? Hier wird Friedrich Wilhelm in der Defensive gewinnen. In der Offensive werden wir verlieren. Das heißt, hier wird sich nicht viel tun. Und schaut mal, hier ist noch eine dritte Schlacht entstanden. Wer ist in die Offensive gegangen? Nikolaus von Hohenzollern. Allerdings zwar mit einem guten Wert, allerdings wird das auch nichts. Was ihr ebenfalls beobachten werdet, ist, dass die Schlachten, und das ist so gut, sehr schnell zu Ende gehen. Es war ja teilweise super ätzend, wenn die sich über Wochen hingezogen haben. Das kommt deshalb, weil jetzt ab einem bestimmten Punkt, wenn absehbar ist zum Beispiel, dass eine Seite verliert, dann gibt es die Möglichkeit jetzt hier, dass die ein Rückzugsmanöver unternehmen. Da gibt es 2 verschiedene Arten von, nämlich irgendwie kontrollierten Rückzug und panischen Rückzug. Und es gibt die Möglichkeit der Verfolgung. Dann erhöht sich halt die Schlachtbreite, minus 100% Moralverlust. Das heißt, die Franzosen sind jetzt hier absolut in der Überlegenheit und beenden dadurch, und jetzt haben wir hier den panischen Rückzug, beenden sehr schnell halt diese Schlacht. Verteidigen also diesen Offensivangriff. So, damit ist die Sache beendet. Und die nächste Schlacht findet hier sofort statt. Moltke versucht es. Aber auch er scheitert an der zahlenmäßigen Überlegenheit. Bei ungefähr gleicher Kampfstärke, muss man einfach mal so sagen. So, also auch hier scheitert die Offensive. Und die Defensive ist hier noch erfolgreich. Aber jetzt wird es vermutlich... Oh nein, selbst hier, Moltke kann hier defensiv gewinnen. Okay. Das heißt, hier sehen wir noch keinen Vormarsch der Österreicher, weil ihre eigene Offensive in Schlesien selbst noch nicht erfolgreich gewesen ist. Aber natürlich, tendenziell geht unser Kriegsstand schneller runter, weil wir die höheren Verluste haben. So, und jetzt sind die Franzosen da. Jetzt besetzen sie die Front. Jetzt funktioniert es. Okay, alles klar. Dann wäre jetzt auch der Moment, wo man sagt, bitte vielleicht einfach die Front verteidigen und nicht mehr so wild voranstürmen. Hier werden die Franzosen jetzt gewinnen und die werden jetzt Stück für Stück vermutlich Elsass-Lothringen zurückerobern. Okay, gucken wir mal. Das war auch noch eine Offensivschlacht. Ist auch nochmal gescheitert. Es ist sogar so schön gemacht, dass wenn jetzt, sag ich mal, wir erfolgreich sind, wären in Böhmen, dann würden die Schlachten teilweise hier tiefer im Land stattfinden. Auch wenn die Front sich nicht bewegt, die Schlachten bewegen sich immerhin. Das finde ich auch ein sehr schönes Detail. So, wir gucken mal ganz kurz hier diese Schlacht. Wird Frankreich jetzt gewinnen? Okay, dann haben wir jetzt hier mal einen Moment. Wahrscheinlich, weil die Moralerholung jetzt nicht schnell genug war.
Dann müsste jetzt eigentlich der Gegner, und das will ich euch gerne nochmal zeigen, langsam jetzt in schlesisches Territorium vorstoßen. Da haben wir es. Schaut mal, die nächste Schlacht findet deutlich weiter im rückwärtigen Gebiet statt. Und wenn wir jetzt gucken, dann ist Schlesien schon zu 80% von Österreich-Ungarn besetzt. Und wenn die jetzt noch eine weitere Schlacht gewinnen, dann wird Schlesien, ja, schaut mal, dann verschiebt sich die gesamte Front, damit auch diese sehr schöne Animation und so weiter auf eine ganz neue Linie. Ich finde, das System ist jetzt sehr nachvollziehbar, optisch brillant gelöst. Also, wenn man diese grundsätzlich einverstanden ist mit dieser indirekten Kriegsführung, dann ist das jetzt, glaube ich, eine gut gelungene Version des Ganzen. Ich muss kurz nachsinnen, ob ich euch noch Dinge erzählen muss, die ich bisher vergessen habe. Ich glaube, was die Schlachten betrifft, nicht. Was die Frontlinien betrifft, auch nicht. Hier hatte ich schon erwähnt, dass auf längeren Fronten es sein kann, dass man bevorzugt ist mit mehreren Generälen. Wenn man jetzt verschiedene Staaten angreift, dann kann es sein, dass, wenn der Gegner zu wenig Generäle hat, er einfach nicht genug verteidigen kann und man da einfach hervorrücken kann. Da ist dann besonders wichtig, ausreichend Generäle entsprechend zu haben. Aber in Europa ist das in der Regel kein Thema, das Ganze. Vielleicht noch ein Wort zum Thema Invasionen. Das funktioniert auch noch einen Tick anders. Und zwar kann man die jetzt entweder aus dem Formationsbildschirm heraus starten, wobei das jetzt nicht geht, weil die alle in der Schlacht verwickelt sind. Ah ja, okay. Das war dann, ist jetzt nicht der richtige Moment. Ah ja, hier, das erste Armeekorps. Man kann jetzt hier einfach sagen, plane Marineinvasion. Dann würde man jetzt, was weiß ich sagen, Normandie. Und man müsste einfach nur die Flotte auswählen, die das macht. So simpel geht das. Hier natürlich 2% Effizienz, weil wir nur ein Schiff haben für 45 Bataillone. Das wäre natürlich lächerlich. Reisezeit 3 Wochen, das würde jetzt wieder so funktionieren, dass sie jetzt von ihrem Standort irgendwie eine Straße nehmen zum Hafen, dann dort langfahren und dort versuchen zu landen. Aber die würden wahrscheinlich jetzt hier vorbeifahren und wahrscheinlich dort schon aufgerieben werden, weil wir sehen auch hier die gegnerischen Flotten an den Marineknotenpunkten sind aktiv. Man sieht sie, da passiert was. Das fehlte ja alles bisher extrem. Jo, das ist einmal das, wie man das einstellt. Man kann das auch noch aus anderen Bildschirmen heraus machen, auch von der Marine selbst aus. Dann könnte man jetzt ebenfalls sagen Normandie und dann muss man die Armee entsprechend auswählen. Ich glaube, sie wollen noch, ich bin mir nicht sicher, ob es schon in, ich glaube, man kann mehrere Armeen auswählen. Nee, man kann im Moment nur eine. Bin mich ganz sicher. Eigentlich wollten sie machen, dass man auch mehrere auswählen kann. So, aber das Entscheidende ist jetzt, wie findet diese Invasionsgefechte, wie finden die statt? Bisher war es ja, es gibt ja jetzt nicht mehr so, dass die kleinen Fitzel hier erobert werden. Und jetzt ist es so, dass die Marineinvasion erst dann vollständig erfolgreich ist, wenn dieses gesamte Gebiet quasi nach dem System, das ich euch eben gezeigt habe, okkupiert ist. Erst dann würde sich hier eine Front bilden zum Rest des Landes. So lange würde man optisch jetzt hier noch die Invasion sehen. Und das Besondere dabei ist, dass in dieser Phase, wo quasi hier die Invasion noch sichtbar ist und noch nicht der gesamte Staat als Brückenkopf erobert ist, könnte eine feindliche Flotte dorthin segeln und die Invasionsflotte bekämpfen. Und wenn sie siegt, wäre die Invasion gescheitert. Also das läuft jetzt ein bisschen anders. Früher ging das viel schneller. Da hat man einfach ein Fitzel erobert. Dann war quasi eine Front und dann wurde normal gekämpft. Das ist insofern wichtig, weil es war sehr exploitable, das ganze die ganze Invasionsmechanik. Gut, wenn der Gegner jetzt keine Flotte hat, ist es immer noch relativ simpel, irgendwo anzulanden. Aber der Gegner hat viel mehr Zeit darauf zu reagieren, weil ja der gesamte Staat besetzt werden muss. Und wenn man dort zum Beispiel noch Garnisonen hat, die, auch wenn sie nicht mobilisiert sind, würden die auf jeden Fall schon mal den Verteidigungskampf aufnehmen. Es ist also jetzt nicht mehr so einfach, eine Invasion zu machen und dann schnell die Hauptstadt zu nehmen, wie das so üblich war. In dem Zusammenhang sei auch noch erwähnt, dass Convoy Raiding jetzt einen deutlich größeren Einfluss hat auf die Schiffslinien. Und es gibt aber auch einen erhöhten Schutzeffekt, wenn eine eigene Flotte die Escort-Aufgabe bekommen hat. Dann beschützt sie mit dem eigenen Defensivwert ganz konkret eine bestimmte Anzahl von Konvois und verhindert das Sinken der Konvois. Also auch da ist das System direkter, transparenter, sichtbarer gelungen. Liebe Leute, das wäre erst einmal das Militärsystem.
ganz neu, ganz fresh. Ich halte es für gelungen. Ich glaube, zumindest, also wer jetzt wie früher Einheiten steuern wollte, der wird auch damit nicht glücklich werden. Aber diejenigen, die zu Recht gesagt haben, an sich eine gute Sache, aber schlecht umgesetzt, die sollten jetzt auf jeden Fall nochmal einen genaueren Blick drauf werfen. So, das wäre es mit dem ersten Video. Im zweiten kümmern wir uns, wie erwähnt, um das Thema Wirtschaft und Diplomatie. Bis dahin macht's gut, euer Steinwallen.